Hallöchen, guten Morgen zusammen. Donnerstag, heute der 18.06. Wir sprechen über Euro, US-Dollar, Euro, japanisches Yen und britischer Pfund, japanischer Yen. Das die drei Paare mit interessanten Charts für den heutigen Handelstag. Natürlich gerne auch den ein oder anderen Wunschmarkt. Zeit dafür nehme ich mir sehr, sehr gerne. Heißt an dieser Stelle wie immer auch die Einladung, wer mag, gerne hinein mit dem einen oder anderen Wunschmarkt in die Chats auf Facebook oder auch auf GoToWebinar. Und dann läuft das Ganze in Kürze hier live rein. Jo, wir starten durch mit dem Risikohinweis. Den gibt es wie immer bitte in Gänze zur Kenntnis zu nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Und damit schauen wir auf die Tagesnachrichten. Es gibt heute ein bisschen was. Die Schweizer Bank hat heute sozusagen ihre Zinssitzung. Wir sehen hier die Prognose, der Zins soll bei minus 0,75 bleiben. Daran wird die Schweizer Notenbank wahrscheinlich auch nichts ändern. Wir kriegen dann um 9:30 Uhr gleich auch noch die geldpolitische Lagebeurteilung. Also das ist so ähnlich wie das, was die EZB auch immer macht. Da gibt es die Zinsen, dann gibt es das ganze Schriftliche. Und dann gibt es eine Pressekonferenz. Die Pressekonferenz der Schweizer Notenbank, die sehen wir dann um 10 Uhr. 30. Das wird auch interessant, was die Schweizer machen. Wir hatten ja inzwischen die Intervenierungen gesehen, als der Schweizer Franken hier zum Euro so stark unter die Räder gekommen ist. Das hat mittlerweile auch geklappt. Von der Seite her ist es interessant, was die SNB erzählen wird. 10 Uhr kriegen wir noch den Monatsbericht der EZB. Der ist hier mit zwei Bullenköpfen versehen. Von der Seite her die Relevanz natürlich nicht ganz so stark, wie wenn wir hier ein EZB-PK hätten. 13 Uhr gibt es dann die Pressekonferenz von den Briten. Nein, die Pressekonferenz, die kriegen wir ein bisschen später. Da gibt es aber den Zinsentscheid der Bank of England. Und das Ganze, wie schon gesagt, hier alles um 13 Uhr. 14:30 Uhr dann aus den USA die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Das wird auch wieder interessant. Das Thema hatten wir ja schon oft genug beleuchtet. Philly Fed Herstellungsindex kommt ebenfalls hier an dieser Stelle. Der letzte Bericht war bei 43,1 im Minus. Die Prognose ist bei minus 23. Wir lassen uns mal überraschen, was es hier wird. Alles, was besser ist, sollte positiv für die Märkte sein. Philly Fed gibt um 14:30 Uhr dann auch noch den Philly Fed Beschäftigung. Das Ganze hier um 13 und um 14:30 Uhr. Das sind die wichtigsten Nachrichten für den heutigen Tag. Bitte bei anderen Währungen auch immer schauen, was interessant sein könnte, weil wir wissen ja, Nachrichten können Kurse bewegen. Und damit gehen wir schon mal auf das, was Kurse bewegt oder wo wir Kursbewegung sehen. Und zwar sind das die Charts. Ich mache das Chartbild entsprechend gleich auch nochmal groß, dass man es hier auch im Facebook-Übertragungsstream sehen kann. Und wir starten mit dem Währungspaar Euro, US-Dollar. Wir sehen es hier im Tagesschart verortet und da ist gestern was Interessantes passiert. Wir haben es ja gesehen, wenn wir uns das große Bild mal anschauen. Schaut euch mal die Woche hier oben an. Wir sehen es, wenn wir hier oben reinlaufen, kommt immer wieder Verkaufsdruck von oben nach unten in die Märkte und wir haben in der vergangenen Woche hier eine Short-Umkehrkerze bekommen. Das ist diese hier und die ist gestern bestätigt worden, zumindest mal kurzfristig. Und hier ist es jetzt natürlich sehr, sehr interessant, wie wird sich der Markt weiter verhalten. Wir sehen es, wenn wir hier reinschauen, der letzte Schub nach oben hin, der ist natürlich sehr, sehr dynamisch gelaufen. Hier das Ganze auch aufwärts getrendet. Das ist nicht vom Tisch zu wischen. Was aber wirklich interessant ist, ist die Tatsache hier, dass dieser letzte Bewegungsarm, dieser Bewegungstrend, der wurde gebrochen, dann gab es eine Korrektur und gestern sind wir schon mal leicht unten drunter gelupft. Das heißt, an dieser Stelle sollten wir tatsächlich hier Kurse unter der Marke von 1,12,1 sehen, dann wäre es wirklich eine Bestätigung des Umkehrmusters auf der Woche. Übrigens gibt es im Euro-US-Dollar auch ein COT-Short-Signal mittlerweile und das findet halt Bestätigung bei weiterfallenden Kursen. Also wer hier die Short-Seite bedient, ist zumindest mal mit den Big Boys auf der Unterseite oder Richtung Unterseite unterwegs. Das Short-Umkehrsignal kam und wie schon gesagt, die Bestätigung läuft, sobald wir hier Kurse unter 1,12 sehen nach unten. Wo sind Anlaufpunkte? Da kommt es immer so ein bisschen drauf an, wie jeder traden möchte, wie enger den Markt auch traden möchte. Ein sehr, sehr naher Anlaufpunkt wäre mal hier dieses Level um das Kauf, um den Kaufbereich von 1,11,475. Und wenn das verkauft werden sollte, dann hat man Platz erst einmal hier in diesem größeren Supportbereich um die Marke von knapp hier über den Daumen 1,10. Der Marktbereich ist wichtig. Wir sehen es hier
Hier war es Widerstand, hier sind wir drüber gelaufen, abgeprallt, dran gelaufen, abgeprallt und dann deutlich drüber. Also es ist eine marktrelevante, sag ich mal, Marke. Und das war halt auch der Kaufbereich, der letzte größere dann in diesem Punkt, wo wir unten drunter noch Konsolidierung hatten. Danach ging es ja so stark nach oben hin. Also hier die Unterseite. Sollte es allerdings zu weiteren Kursanstiegen kommen, dann wird es interessant, was passiert hier oben um die Marke von 1,13,5. Warum ist diese Marke wichtig? Wir sehen es da oben. Ist der letzte Schwungbereich des kleinen Abwärtstrends hier. Wenn wir da drüber laufen, ist dieser Trend erstmal rausgenommen und wir haben die Wahrscheinlichkeit einer Trendfortsetzung mit Kurs erstmal auf die 1,1422 und danach das Widerstandslevel hier oben. Das kommt von hier drüben her, von diesem Zwischenhoch hier, um die Marke von 1,1495. Ich hatte dazu ja auch zur Long-Situation schon etwas gesagt, dass es durchaus sein könnte, dass wir auch deutlich weiter steigende Kurse sehen. Die Frage hier ist halt wirklich nur, wann kommen die? Kommen die jetzt schon oder sehen wir halt erst einmal wieder ein bisschen Rücksetzer nach diesem starken Schub nach oben. Das muss uns der Markt beantworten. Auf alle Fälle hier ein interessanter Drehbereich, den man durchaus mit im Auge haben kann. So, das zum Euro-US-Dollar. Dann machen wir weiter mit dem Währungspaar Euro-japanischer Yen. Und wie schon gesagt, Fragen gerne auch rein in die Chats. Ich kümmere mich sehr, sehr gerne um den ein oder anderen Wunschmarkt. So, jetzt haben wir hier das Währungspaar Euro-japanischer Yen. Mal der Blick, bitteschön, in den 4-Stunden-Chart. Wir gucken aber ganz kurz nochmal auf den Tageschart, weil diejenigen, die den Blogbeitrag auch schon gelesen haben, die sehen ja, ich habe hier von einer bärischen Flagge gesprochen. Warum bärische Flagge? Das gucken wir uns mal kurz hier auf Tagesbasis an. Da sieht man das Ganze ein bisschen besser. Und zwar bärisch aus dem Grund, weil wir hier an dieser Stelle in einem Aufwärtstrend verortet sind. Der ist hier mit dieser grün gestrichelten Linie ist der markiert. Und das war sozusagen die korrektive Phase oder ist die korrektive Phase. Hier sind wir aus dieser Flagge nach oben hin ausgebrochen und jetzt wird das Ganze hin oder wurde dieser Ausbruch nach unten wieder abverkauft. Das heißt, das ist mal so ein klassischer Fehlausbruch. Das ist etwas, das sehen wir momentan öfter mal an den Märkten, dass diese Ausbrüche aus den Flaggen, gerade wenn sie so steil und tief laufen, nicht wirklich nachhaltig sind. Und das Ganze sollte man immer so ein bisschen auf der Uhr haben. Interessant wird es jetzt. Was passiert hier? Wir sind gestern unten drunter gelaufen. Heute Nacht sind wir deutlich drunter gelaufen. Das heißt, wir haben jetzt hier einen Gegentrend drunter gelaufen. Damit meine ich hier, wir haben ein neues Tief in der Korrektur geschrieben. Das heißt, wir haben das Tief des Trendkanals unten rausgenommen, sind hier unten drunter durchgelaufen, unter die Marke von 120,25. Damit ist dieser Abwärtstrend gebildet. Die Frage ist jetzt, wie geht es weiter? Sehen wir hier nochmal eine Rückkehr über diesen Preisbereich von 1,2025 mit nachhaltigen Kursen dort oben drüber. Dann der nächste Anlaufbereich hier, das Vortageshoch um die 121,23 beziehungsweise hier das Zwischenlow bei 122. Das sind mal Anlaufpunkte, die wir durchaus auf der Oberseite sind. Mit Blick auf den Tageschart und Markierung nach unten, das heißt, wenn wir hier tatsächlich weiter runterkommen und keine tiefe Korrektur sehen, dann haben wir hier die Chancen, die Unterstützungs- bzw. Kaufbereiche anzulaufen. Das heißt, der nächste Kaufbereich, den haben wir hier drüben um die Marke von 118,5 und der Supportbereich hier unten bezogen auf diesen Aufwärtstrend, den wir hier haben, den haben wir liegen um die Marke von 117 japanischen Yen. Und damit blicken wir nochmal kurz in die untergeordnete Zeiteinheit hinein, nämlich hier den Stundentrend entsprechend, den 4-Stunden-Trend. Und damit sehen wir auch noch ein paar untergeordnete Level. Das heißt, dieser Trend, wenn der sich weiter nach unten entwickelt, wir haben im untergeordneten Bereich, bevor wir den Kauf- bzw. Supportbereich aus dem Tageschart anlaufen, haben wir noch ein paar Richtlinien, so grob über den Daumen Anlaufpunkte, wo wir planen können. Und da können wir uns hier an den Swinglows dieser starken Aufwärtsbewegung orientieren. Und da haben wir halt vorher noch zwei liegen. Das ist die Marke von 119,40 hier an dieser Stelle und hier unten die 118,85. Das ist das, was wir hier in der kleineren Zeiteinheit sehen. Also von der Seite her, der Fehlausbruch ist durch. Wir haben hier untergeordneten Abwärtstrend laufen. Damit läuft das Ganze weiter nach unten. Unten. Wir haben mittlerweile auf Tagesbasis einen Gegentrend zu dieser starken Aufwärtsbewegung und von der Seite her ohne weiteres auch weiteres entsprechendes Abwärtspotenzial. Und wie schon gesagt, nach oben hin, wir sehen die Anlaufmarker hier liegen. Ich habe sie am Tageschart auch schon markiert. Das Tageshoch von gestern hier, die 121,23, das ist halt auch das Swing High, was wir hier jetzt in diesem kleinen laufenden Abwärtstrend entsprechend auch sehen im Chart vom Euro-japanischen Yen. Und damit bleiben wir noch beim japanischen Yen. Wir gehen aber in ein anderes Währungspaar und zwar das Ganze im britischen Pfund. Und hier sehen wir
eine ähnliche Situation. Nicht haargenau das gleiche, aber auch. Wir haben einen Tageschart, wo wir eine sehr, sehr starke Aufwärtsdynamik gesehen haben. Hier diesen starken Schub nach oben. Hier die Korrektur auch in so einem sehr, sehr engen Trendkanal. Hier ist der Ausbruch erfolgt. Der lief auch schön nach oben, Zwischenhoch bei 136,35 geschrieben. Und danach hier diese starke Abverkaufskerze. Das war ein definitives Short-Signal. Die wurde gestern dann auch bestätigt. Und hier wird es jetzt sehr, sehr wichtig zu sehen, wie es weitergeht. Wir haben das Zwischentief unten drunter bei 133,50 liegen. Fällt der Markt darunter, ist ganz klar. Dann haben wir auf Tagesbasis auch einen gegenläufigen Abwärtstrend, der durchaus ganz kurzfristig mal hier die Bereich von 133,20 annupfen kann. Geht es da dynamisch drunter, dann haben wir eine gute Chance, dass wir auch relativ zeitnah unten weiter reinlaufen in die Schwingbereiche. Und hier haben wir einen untergeordneten Schwungbereich um die 131,70 und hier unten das Zwischentief des Aufwärtstrends, der hier in grün markiert ist. Das ist die Marke von 130,65. Das Ganze bitte nochmal mit dem Blick in den 4-Stunden-Chart, damit wir das Ganze auch noch etwas visuell besser aufbereiten können. Hier sehen wir es nämlich, dass hier dieser letzte Bewegungsarm, der wurde komplett rausgenommen. Hier hat sich ein Gegentrend gebildet, ne? Und dieser Gegentrend wurde auch gebrochen. Das heißt, der Ausbruch aus diesem Korrekturkanal, der war schon valide auch. Hier war das Zwischenhoch gewesen. Wir hatten hier ein neues Zwischentief, da sind wir drüber gelaufen. Aber das war nur ein Kurzausflug. Danach kam der Abverkauf wieder und hier trendet der Markt schon wieder leicht nach unten. Und wie schon gesagt, wenn sich das Ganze fortsetzt, dann haben wir gute Karten, die Unterseite entsprechend weiter zu beleuchten. Und hier sehen wir halt auch, wo die Anlaufpunkte herkommen, wo die Anlaufmarker herkommen. Das macht sich in den kleinen Zeiteinheiten, das Ganze anzuschauen, immer etwas besser. So, damit hätten wir erst einmal die drei Handelsideen für jetzt durchgesprochen. Jetzt haben wir es, ja, 8.41 Uhr. Ich denke mal, da können wir noch ein bisschen drauf schauen. Ich habe auch eine Wunschfrage, den Hongkong-Markt mal anzuschauen, HK50. Das mache ich natürlich gerne. Freue ich mich immer, wenn wir auch mal andere Märkte beleuchten können. Wir haben hier auch eine Menge Indizes, die wir bei Tickmill traden können. Wartet, ich muss euch das mal kurz zeigen hier drüben. Schaut mal, wir haben die US-Werte. US30, ich weiß jetzt gar nicht, ob man es so genau sehen kann. Nee, kann man nicht. Wie kriege ich denn das am besten hin? Wartet mal, ich zeige euch das mal ganz kurz auf der Website von Tickmill, weil die Märkte sind das eine. Die andere Seite sind aber auch, wenn man sich das Ganze mal anschaut, auch einen Kostenvergleich zu machen. Das ist ja immer sehr, sehr wichtig. Was kostet das, so einen Index zu traden? Und da sage ich an dieser Stelle auch immer wieder, da ist Tickmill ein sehr, sehr, sehr guter Partner, sehr, sehr kompetitiv, was auch die Konditionsgestaltung angeht. Also das sehr interessant. Und bei den Aktienmärkten, schaut einfach mal auf die Handelsinstrumente hier, Aktienindizes und Öl. Und da sehen wir sozusagen hier, ich mache das mal ganz kurz auf, das Ganze sind mal die Märkte, die wir hier sehen. Hoppala. Also Moment, ich muss mal kurz eine Seite zurück. Das war der falsche Klick, den ich gemacht habe. Also hier, wir können Deutschland traden, Frankreich, Hongkong, Italien, Japan. Wir können die Briten traden, natürlich die drei US-Märkte, das die Indexseite hier offen. Und das sind doch interessante Geschichten, die wir hier zum Traden benutzen können, auch für eine vernünftige Portfoliogestaltung. Und deswegen freue ich mich, dass wir hier heute mal eine Frage zu einem anderen Index bekommen. Den mache ich auch gleich mal auf, kurzen Augenblick. Ich mache mal ein neues Chartfenster auf. Da haben wir es, und zwar ist das hier der Hongkong-Markt. Den brauchen wir jetzt allerdings nicht im 5-Minuten-Chart, sondern da müssen wir ganz klar mal sehen, dass wir eine größere Zeiteinheit wählen. Ich mache mal kurz den Handel aus, nicht, dass ich aus Versehen eine Order hier aufgebe. Das heißt hier, das ist ein Markt, der Hongkong 50, der durchaus interessant sein kann. Und ich zoome es mal ganz kurz etwas zusammen hier, etwas zusammengerafft sozusagen. Wenn wir uns das Ganze mal anschauen, im größeren Bild, Trende dieser Markt nach den starken Abgaben auch schon wieder schön nach oben. Das heißt, wir haben hier einen trendigen Markt. Wir sehen hier steigende Hochs, steigende Tiefs. Und was wir hier halt auch sehen, wir sehen gewisse Marker, die in diesem Markt auch funktionieren. Ich zeig das mal ganz kurz ein. Schaut mal, hier gibt es halt Unterstützungen und Widerstände, die der Markt definitiv immer wieder sucht. Keine Sorge, dass da oben ist jetzt noch keine Unterstützung. Das ist eher noch ein Widerstandslevel. Aber nichtsdestotrotz muss man sich einfach mal vor Augen halten, was der Markt hier macht. Ich sortiere das mal eben ganz kurz ein, hier an dieser Stelle. Also hier unten sind die Unterstützung. Hier oben, das ist in diesem Bereich definitiv mal ein Widerstandsbereich. Den markiere ich auch so in einer rötlichen Farbe. Und dann wollen wir uns hier einfach mal anschauen, was hier gerade los ist. Und wir sehen es hier an diesem Punkt ganz klar. Nummer 1, das größere Widerstandslevel, das haben wir momentan definitiv hier oben in diesem Bereich liegen. Das heißt, hier in diesem Kursbereich hier um dieses Tief da unten, grob hier 24.826 ist es hier mal benannt worden. Also ganz grob die 26.430 bis 50. Das ist der Widerstand. Da sind wir schon mal drüber gelupft.
sind jetzt hier in die Korrektur gegangen. Und das wäre hier an diesem Punkt aus jetziger Sicht sehr, sehr interessant zu sehen, was passiert hier weiter. Warum ist das interessant? Wartet mal ganz kurz, ich will es mal kurz markieren hier. Mache ich mal mit der Hand, nicht mit dem MTON-Live-Signal. Schaut mal hier. Das ist edukativ halt für viele ein bisschen einfacher, damit man sieht, wo sowas auch passiert. Das sind auch Bestandteile in Ausbildungsinhalten von mir. Hier trendet der Markt nach oben. Ja? Man sieht auch schön den untergeordneten Bewegungstrend mit am Laufen. Der ist jetzt an dieser Stelle natürlich erst einmal gebrochen. Aber es ist interessant, was jetzt hier passiert. Was ist interessant? Schaut euch das mal an. Wir sind hier in die Korrektur gelaufen und schaut mal, das hier unten drunter, das ist mal ein schönes erstklassiges Umkehrsignal aus der Korrektur. Da sind wir jetzt drüber gelaufen, der Markt hat das Ganze sozusagen bestätigt. Untergeordnet ist der Korrekturtrend jetzt beendet. Wir konsolidieren momentan auf einem Niveau, wo wir so eine Flagge sehen. Ja? Und diese Flagge ist jetzt keine steile Flagge, die brutal abverkauft, sondern diese Flagge hält sich auf einem relativ guten Level hier in diesem Bereich. Und das wäre wirklich interessant. Kommt der Ausbruch hier oben drüber, über diese Marke hier bei knapp 24.700 Punkten, das wäre eine Fortsetzung des untergeordneten Trendverlaufs in die Aufwärtsrichtung. Und damit hätten wir dann weiterhin die Chance, auch nach oben reinzulaufen. Das heißt, hier erst einmal das Zwischenhoch ganz knapp über den Daumen bei 25.290 Zählern mit reinzunehmen. Und dann kann man sich weiter zur Oberseite orientieren. Ne? Immer so die Frage stellen, wer kauft nach mir, wenn ich auf der Longseite unterwegs bin. Das ist wirklich essentiell wichtig, ja, wie bei jedem anderen Kaufmann, der etwas verkaufen möchte. Es macht einfach keinen Sinn, Dinge zu kaufen, für die es keinen Markt gibt. Ja. Und wenn wir jetzt hier auf der Oberseite nirgendwo Punkte finden würden, wo vielleicht Käufer reinkommen könnten, dann sollte man als Händler nicht auf die Idee kommen, hier die Longseite zu bedienen. Aus diesem Grund schauen wir uns das Ganze hier an dieser Stelle auch mal noch an. Und da haben wir halt auch nach oben hin schöne Anlauflevel. Schaut mal, hier haben wir so einen Verkaufsbereich. Das ist der nächste Anlaufpunkt zur Oberseite. Das kleine Gap hier ist geschlossen, aber hier diese Marke, die ist wichtig und die ist interessant. Das heißt, das Level hier oben um den ja, knapp 25.900 Punkte. Wenn wir da hier drüber fliegen, ist der nächste Anlaufpunkt das Zwischenhoch. Gibt es hier eine Fortsetzung, der nächste Anlaufpunkt knapp die 25.900 Punkte Marke. Und das sind Sachen, die sehen wir hier auf der Oberseite. Und das wäre wirklich eine positive Auflösung dieses Gesamtszenarios, was wir hier an dieser Stelle haben. Und das ist doch an diesem Punkt einmal eine interessante Sache. Ich hoffe, der Einblick hier in den Markt hat etwas ja, geholfen, war interessant, vielleicht auch mal für den einen oder anderen Trader, der sich sonst immer nur den DAX oder den Dow anschaut, dass man mal über den Tellerrand hinaus auch in andere weltweite Märkte schaut, um das Ganze hier mit zum Trading zu benutzen, weil man sieht halt, wenn wir uns beispielsweise mal hier, ich nehme mal kurz den Schweizer Aktienmarkt rein, schaut euch mal an, hier an diesem Punkt, das ist jetzt der Swiss. Wir trenden alle schön nach oben. Die ganzen Märkte laufen wirklich schön nach oben. Und da hat man halt beispielsweise hier auch im Schweizer Index momentan die Situation, wo wir sehen, schaut mal hier oben, da ist ein Zwischenhoch gewesen. Das ist momentan ein leichtes Widerstandslevel. Und dieses Widerstandslevel können wir auch noch rüberziehen. Schaut mal hier oben diese Marke. Das ist ähnliches, wie wir das im DAX gesehen haben. Wenn wir das rausnehmen hier mit, sag ich mal, ja, ich sage immer so schön, Schmackes oben rein. Aber egal wie es kommt, wäre hier im Schweizer Markt beispielsweise mal der nächste Anlaufpunkt, dieser Zwischenzacker hier oben bei 10.000, um die 400 und danach kann man schon das Allzeithoch in Betracht mitziehen. Also da sind schöne Marker da und wie schon gesagt, da kann man das Portfolio an dieser Stelle auch sehr, sehr schön mitstreuen. Kurz mal noch geschaut in den DAX an dieser Stelle rein. Das haben wir ja auch immer mal auf der Uhr jetzt die letzte Zeit, die letzten Tage. War ja auch einiges an Bewegung mit drinnen. Aktuell, wie schon gesagt, wir sind schön nach oben gelaufen, haben hier ein wichtiges Level entsprechend auch mit angelupft, die 10.360. Jetzt sind wir hier unten reingelaufen, etwas in die korrektive Phase rein. Wir sehen es hier an dieser Stelle halt auch zu sehen. Hier, Moment. Das will ich nicht kleiner haben. Untergeordnet gehen wir mal kurz in den Stundenchart rein. Da sehen wir es halt, der Markt ist ein bisschen in den Korrekturmodus reingegangen, aber im übergeordneten Aufwärtstrend, hier sehen wir es geschwungen, ne? Hier oben so ein bisschen den Kopf angestoßen. Wichtig wäre jetzt hier, wir müssen über diese Marke, über dieses Zwischenhoch bei 12.340 Zählern drüber. Das wäre dann interessant. Das ist die Marke, die ich ja auch hier oben reingelegt hatte, die Schwungmarke. Die hat weiterhin Relevanz. Ansonsten die Relevanzen für den heutigen Tage möchte ich an der Stelle auch gleich mal noch mit reinnehmen. Hier, wartet mal, die 12.300 Punkte Marke, die ist natürlich psychologisch wichtig, aber hier, wenn wir uns mal Schwungmarken angucken, hier die 12.261 Punkte, das kleine Zwischentief hätten wir hier dann an dieser Stelle und dann hier unten dieses kleine Zwischentief.
tief hier etwas weiter unten bei 12.100 und ungefähr 57. Also diese Marker hier, das Tagestief bzw. hier das kleine Schwunglevel, das sind die interessanten kurzfristigen Marker auf der Unterseite und oben, wie schon gesagt, ganz klar hier die Marke 12.434 bzw. wenn man das Ganze mal noch ein bisschen höher ziehen möchte, hier an diesem Punkt hier, da oben. Hier, beziehungsweise etwas tiefer, hier ist ein sehr, sehr starker Schwungbereich um die Marke von 12.410 bis 12.415, wo sich der Markt hier oft den Kopf gestoßen hat. Das wäre ein sehr, sehr starkes Zeichen, wenn wir das erstmal rausnehmen im Kurzfristbereich, dann haben wir gute Chancen hier, das Zwischenhoch nach oben auch mit anzulaufen. Hier der Blick in den DAX und den untergeordneten Chart der Stunde, der ist ja für das Intraday-Trading häufig von guter Relevanz. Das hätten wir dazu. Weitere Fragen sehe ich jetzt an dieser Stelle nicht. An diesem Punkt sage ich ganz lieben Dank fürs Zuschauen. Morgen, wie schon gesagt, ist Freitag. Da gibt es wieder den Rundumschlag. Da schauen wir uns alle großen Indizes nochmal mit an. Wir blicken morgen wahrscheinlich auch mal wieder auf den Ölpreis. Ölmarkt-Nachrichten gestern, die waren not too bad. Wobei man hier auch sagen muss, es sieht halt jetzt noch nicht so aus, dass die Öllagerbestände nachhaltig weiter stark sinken, sondern wir hatten auch diesmal wieder einen leichten Zuwachs. Von der Seite der Ölmarkt immer noch so ein bisschen auf der wackeligen Seite, aber wir steigen und das ist wichtig für die Trendtrader. Von der Seite her bleibt das interessant. Edukativ schauen wir morgen in den Bereich der Währungen, was da gerade los ist, was man beim Thema Portfoliogestaltung beachten sollte. All das gibt es dann am morgigen Freitag und natürlich wieder Raum für den ein oder anderen Wunschmarkt. Danke fürs Zuschauen und bis morgen. Tschüss.